In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Morgen. Ich habe mich gerade fertig gemacht, also noch nicht ganz. Ich muss noch ein bisschen Concealer auftragen. Aber dort einen Termin beim Orthopäden und ich dachte mir, ich gehe mit, damit wir den nicht allein lassen, weil der kommt ja auch jetzt mal mit uns. Ja, wir fahren jetzt auch mit der Bahn. Deswegen ist es etwas früher los, weil der Weg dahin dauert 40 Minuten mit der Bahn. Ja, ich muss ihn jetzt auch wecken, der Arme, der hat nur 8 Stunden geschlafen, aber der muss jetzt aufstehen. Ich glaube, der hat sogar weniger geschlafen. Ich weiß gar nicht, wann er eingeschlafen ist. Bis gleich. Ja, worüber beschweren Sie sich? Über meine Beine. Ja, das sagst du genauso. Sagst du meine Waden und mein Knie? Mein was? Meine Waden und mein Knie tun weh. Und Linas Katze. Miau, aua. Ah, deine Katze ist auch aua. Ja, aua. Lina, wo ist dein Zopf? Ja. Hä, wann hast du Zopf? So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Wir haben auch gegessen. Es gab bei uns nichts Großartiges, ehrlich gesagt. Audrey hat Pommes gemacht mit Curry und Pommesgewürz und Salat. Ja, wir waren ja beim Arzt. Audrey muss jetzt extra diese Schuhsohlen bestellen, weil, also der hat Schmerzen, weil er leichte O-Beine hat, meinte der Arzt. Ja, Voltaren haben wir jetzt auch gekauft, 15 Euro für eine Salbe, wo nicht mal so viel drin ist. Dann musst du ja Magnesium nehmen und halt diese Sohlen. Ich hoffe, das bringt was. Wir haben jetzt nächste Woche Mittwoch einen Termin. Und dann werden seine Füße uns abgemessen, damit das auch perfekt gemacht wird. Ja, sonst gibt es nichts. Wir sind nach Hause gekommen, sind eingeschlafen. Willst du dich einsetzen? Ja, Audrey ist dann zur Arbeit. Der Arme, der war so kaputt. Der ist erst um 5 Uhr morgens eingeschlafen, hat er mir gesagt. Ja, durch die Schmerzen konnte er wohl nicht schlafen. Ja, ich hoffe, das wird jetzt besser, ne? Wir haben jetzt Voltaren aufgetragen. Danach hat er sich hingelegt und hatte wieder Schmerzen. Richtig schlimm. Esst du jetzt wieder Pommes? Mones. Ja, Mones. Genau, und sonst gibt's nichts. Ich muss jetzt hier die Küche aufräumen und danach Wäsche aufhängen. Genau. I'm still tired when I wake up. Like my dreams still near. Snooze bottom my best friend now. Get me away from here. I got plans, I got things to do. Gotta do my hours. Why is everything so damn hard? Gray skies and rain clouds. I postpone everything. Worrying about stupid things. When is it my turn to start living? Was geht's ab, liebe Leute? Auto ist wieder am Start hier, am Kochen. Nee, jeden Tag am Start, aber komisch. Die Leute sehen mich nicht. Wie, du bist jeden Tag am Start? Gestern haben wir Burger gemacht. Hey, wasch, hey, oh, oh! Gar mal ich hier. Mörder! Hey, wasch, Bobby, so geht das nicht, guck mal. Ja, heute gibt's wieder frische Erbsen. Wieder? Ja, das haben wir nicht gegessen. Mit Fleisch und später kommt Reis.
Baba, Baba. Ja, Baba. Mama. Ja, Mama hat gekocht. Was ist das, Lina? Guck mal. Nicht Mama, Baba. Guck mal. Mama. Kichererbsen. Hada. Ja, gleich fällt die Kamera runter und danach ist vorbei. Butter, Nelly. Butter. Dann statt Mama. Essen bekommst du rosa Rot. Okay, jetzt haben wir jetzt die ganzen Kunden verstanden. Was machst du? Da! Guck mal, du hast die Kamera dreckig gemacht. Warte, ich mach das sauber. Was denn? Du bist müde geworden. Hadi, geh vom Zimmer bitte. Danke. Komm, wir kommen noch jetzt, Hadi. Komm, wir kommen noch. Nee, Mama! Yeah, yeah, yeah. Mama, Mama! Das muss kochen, lass mal nicht fertig, das dauert. Ich muss was trinken. Nein, du, du! Ja, du! Nein! Ja, langsam! Nein, du! Aber langsam, ja? Koi, koi, koi! Koi, der Job, koi! Koi, 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 koi. Okay, den, tamam. Onu babaya ver. Baba, gel. Ben de çevireyim. Thanks. Have a light on. Here, that's not this. That's the thing. Ich habe mich jetzt fertig gemacht, jetzt schon der nächste Tag. Und wir wollten eigentlich mit Albert raus. Aber der muss jetzt zu seiner. Was denn? Maya! Ja, der muss jetzt kurz irgendwo hin. Ja. Ich werde jetzt Lena nehmen und alleine rausgehen. Und ich muss noch was machen. Achso, ich muss noch ein Paket abholen. Adam. Ne, Schatzi? Ja, und Lina ist schon hier. Lina, du, dein Gesicht ist voll mit Farbe. Sie hat sich angeblich mit Wasser, Farbe, allgemein. So. Genau. Ich schau mal, wie viel Grad wir haben, weil ich hoffe, es ist nicht so warm. Ihr Lieben, ich bin jetzt fertig. Und Lina sowieso. Wir werden jetzt erstmal in eine Bäckerei gehen und was frühstücken. Und danach mal schauen. Ich hoffe, es ist nicht zu heiß. Weil ich habe Angst, dass ich keine Luft bekomme. Ich merke das nämlich, also wenn es zu heiß ist, dann habe ich Schwierigkeiten beim Luft bekommen. Und da bringt mein Asthma-Spray auch nichts. Warte, Schatz, wo sind denn meine Schuhe? Ach, hier. Im Schlafzimmer auch gut. Genau. Sonst gibt's nichts. Heute ist wieder so ein Tag, ne? Das nervt so. Morgen wird es 38 Grad, richtig schlimm. Ich habe Alda schon gesagt, lass uns morgen schwimmen gehen. Das ist nicht auszuhalten. Ich würde auch hier den ganzen Tag im Schwimmbad bleiben, aber Hauptsache nicht zu Hause. So ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause und ich wollte euch was zeigen. Schaut mal, was angekommen ist bei uns. Unsere neue Actionkamera. Alda wollte sowieso die ganze Zeit so eine Actionkamera haben. Ich habe jetzt eine bestellt über Amazon, die kostet 84,99 und die hat sehr, sehr gute Bewertungen gehabt. Die soll auch der Originalen sehr ähneln. Die kann man auch unter Wasser benutzen und das hat sehr viel Zubehör. Wir machen das mal gemeinsam auf. Und mein Bruder wollte auch eine. Der meinte auch, wenn die dem gefällt, will der die nachbestellen. Und ich habe wirklich nur sehr Gutes gelesen, wirklich, also deswegen habe ich die auch bestellt. Die sieht so aus. Also die sieht auch richtig hochwertig aus. Ist jetzt
nichts Billiges. Wir haben nämlich auch eine unter 100 Euro gesucht. Und der hat so viel Zubehör. Man kann das an den Fahrrad dran kämmen. Dann hast du hier so einen Verschluss. Also sehr viel Zubehör. Richtig krass. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Hier ist ein Akku. Richtig geil. Ich bin schon gespannt. Wenn wir in den Urlaub fliegen, werden wir das auf jeden Fall mitnehmen. Und ich werde euch mal die Aufnahmen davon zeigen. Ich bin auch gespannt, wie das unter Wasser ist. Natürlich muss man für unter Wasser auch, das ist übrigens die Batterie, die ist auch nicht drin, das finde ich sehr gut. Für unter Wasser gibt es extra hier diese Schutzhülle und damit könnt ihr auf jeden Fall unter Wasser rein. Die ist schon dran. Genau. Was ist das denn? Ach, das ist zum Saubermachen. Und putzen. Sieht aus wie so ein Brillenhandtuch. Also ich bin echt krass, da sind sogar zwei Akkus. Noch besser. Also wenn der eine leer geht, dann kannst du den anderen dran machen. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, da ist nur ein Akku dabei. Genau. Ich wollte euch das mal kurz zeigen. Auf Instagram haben mich nämlich sehr viele gefragt, als ich das gepostet habe. Und ja. Ich bin mal gespannt. Aber der hat sich auf jeden Fall sehr gefreut. Und er wollte es direkt ausprobieren, aber ich meinte, warte, bis wir in den Urlaub fliegen. Dann können wir das austesten. Wir sind auch schon gespannt. Ich meine, das kann man ja auch mit ins Schwimmbad oder so nehmen, ne? Unterm Wasser. Aber im Urlaub ist es halt viel geiler. Das ist hier die ganzen Fische und Pflanzen im Meer. Ja, wir sind übrigens jetzt zu Hause, ne? Lila Bärchen. Die steht momentan schon auf Glücksbärchen. Ja. Und ja, sie hat gerade ein Messer genommen. Die Dame. Ist doof, ne, wenn du keine Tür in den jetzt hast in der Küche, aber was soll's. Hier liegen noch die ganzen Süßigkeiten rum, weil der Freund von Alden war gestern bei uns. Und ja. Ich will aber irgendwie erstmal duschen gehen und dann aufräumen. Jetzt habe ich keine Lust aufzuräumen. Irgendwie kennt ihr das? Naja. Also ich würde euch empfehlen, die Kamera mal anzugucken. Ich finde die super. Also für den Preis. Klar, ich muss sie noch austesten. Aber das werde ich dann im Urlaub machen. Ich will das jetzt nicht direkt aufmachen und die ganzen kleinen Teile verlieren. Aber ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Übrigens wollte ich eben ein Paket abholen. Und ich habe meinen Ausweis vergessen. Und ohne Ausweis hat der Herr mir das nicht gegeben. Ach, naja. Ich muss jetzt gleich nochmal hin. Na, Schatzi? Was machst du? Übrigens kostet unser Auto jetzt doch ein bisschen mehr. Wir müssen für das Auto 1600 Euro zahlen. Eine Menge Geld, aber das lohnt sich nicht, das Auto zu verkaufen, sonst machen wir viel mehr Minus. Ja, es dauert jetzt ein, zwei Wochen, bis das Auto fertig ist, aber so lange haben wir ja Mamas Auto, die ist ja im Urlaub. Und dann ist auch gut. Ja. Also mit dem Urlaub wissen wir noch nicht, ob es was wird, aber hoffen wir mal. Ja, Schatz. Ja. Und die hat mir alle Hotels empfohlen. Nur das Hotel kostet 1200 Euro für 12 Tage. Das ist mir viel zu viel. Also mir würde ein Hotel reichen, wo ich 500 Euro nur fürs Hotel zahle. Und 300 Euro kosten die Flugtickets. 300, 350. Und dann ist auch gut. Weil wir wollen eigentlich nochmal, bevor die Kleine da ist, fliegen. Weil danach wird es Stress geben. Ne? Erstmal. Das ist ja normal. Das haben wir uns ausgesucht. Und ja, ich will euch auch nicht lange aufhalten. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Vlog geht, aber ich denke mal, der ist lang genug. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder und bis dann. Tschüss!